Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute, wo ein Fuck it, da ein Weg. Wie plötzlich alles möglich wird, wenn du aufhörst, es allen recht zu machen. Von Andrea Weidlich mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute, wo ein Fuck it, da ein Weg. Wie plötzlich alles möglich wird, wenn du aufhörst, es allen recht zu machen. Von Andrea Weidlich mitgebracht. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich habe schon mal ein Buch von ihr gelesen und ich kann nur sagen, es hilft. Also, sie hat im Buch, das zeige ich euch jetzt gleich mal, Moment, ich muss da mal kurz gucken, dass ich nicht zu weit vorgreife, immer so schwarze Seiten mit so Zitaten drin, hier, so Aussagen, Hinweisen. Und die finde ich wirklich, wirklich mega und wichtig. Denn sie hat recht. Sie hat recht. Wir machen uns zu viele Gedanken darüber, wie wir es allen recht machen können. Und der dabei untergeht, sind wir selber. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen und bin dafür sehr dankbar. Weil, wie gesagt, ich bin Fan. Ich finde ihre Zusammenfassungen, ihre Zitate, ihre Aussagen, wie auch immer man sie nennen möchte, ich finde die immer richtig, richtig gut. Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Und für den zoome ich euch jetzt wieder näher ran. So, ich hoffe, das passt jetzt so einigermaßen. Also ich finde, wie gesagt, sie hat recht. Und deswegen möchte ich euch das Buch wirklich ans Herz legen. Hand aufs Herz. Wie oft versuchst du es anderen recht zu machen? Wie oft denkst du zuerst daran, was andere von dir oder deinen Entscheidungen halten, bevor du daran denkst, wie du selbst dazu stehst? Wie häufig machst du dich von anderen abhängig, ohne es zu merken? Andrea Weidlich verpackt ihre Botschaften immer in Geschichten, in Beispielen, um deutlich zu machen, was sie meint. Sie knallt einem nicht einfach einen Haufen Aussagen an die Backe, sondern sie zeigt einem, wie das in der Realität aussieht, was es wirklich bedeutet. Am Ende jeder Episode steht eine Aussage, eine Frage, ein Satz, der zusammenfasst, worum es geht. Diese findet man am Ende noch einmal aufgelistet. Es sind schwarze oder weiße Seiten. Man mag von Selbsthilfebüchern halten, was man will, aber Fakt ist, sie hat recht. Selbst wenn man die Geschichten, in denen sie es verpackt, nicht mögen sollte, was soll's? Dann lest eben nur die Aussageseiten. Denn allein die enthalten schon so viele Wahrheiten, dass man eine ganze Weile beschäftigt ist. Ich persönlich kann ihre Bücher immer nicht in einem Rutsch lesen. Ich brauche dafür ganz viel Zeit. Warum? Weil sie recht hat. Weil ich mich so oft wiederfinde und das für mich selbst verinnerlichen muss. Einiges habe ich schon selbst für mich herausgefunden. Anderes war wie ein Schlag in den Magen. Aber auf gute Art. Andrea Weidlich predigt nicht, sich in einen A-Punkt-Punkt-Punkt zu verwandeln, aber sie führt einem vor Augen, dass es okay ist, sich manchmal selbst an die erste Stelle zu setzen. Dass es okay ist, man selbst zu sein, egal was andere dazu sagen. Dass deine Meinung wichtig ist und die der anderen kein Urteil, an das du dich sklavisch zu halten hast. Ich möchte dieses Buch, wie auch den Vorgänger, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, allen wirklich ans Herz legen. Denn Andrea Weidlich hat einfach recht. Bei mir hat dieser Prozess schon vor einer ganzen Weile schleichend begonnen. Aber das Buch hat mich wieder motiviert, diesen Weg fortzusetzen. Denn auch ich habe mich viel zu lange von der Meinung anderer abhängig gemacht. Von mir bekommt das Buch volle 5 Sterne. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und
Macht's gut und bis bald. Tschüss.